So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir ein paar Level wieder gespielt von Devori und ich habe dir auf das Hübi-Turnier aufmerksam gemacht und jetzt machen wir mal wieder Endlos-Modus. Super Expert natürlich, no skip. Schauen wir mal, New Style, DGA? Ich bekomme ein Level, das für DGA gebaut wurde. Ich hoffe, es ist gut, wenig. Es wäre schön, wenn es wenigstens gut wäre. New Style, New Trolls. Also ich hoffe, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da oben ist schon mal eine Röhre. Aha. Was kommt da raus? Ach, ein Fisch. Ja, aber den Troll schon mal überwunden. Aber wie komme ich jetzt hier unten durch? Ist in dem Baum vielleicht tatsächlich eine Katzenglocke? Nein. Dann kann ich wahrscheinlich in die Röhre rein. Aha. So. Hier kommen wir hoch. Probieren wir das erstmal aus. So, der reagiert. Ja, der reagiert. Ich sehe schon, komme, dass hier gleich was runterfällt, wenn er die Blöcke hier wegmacht. Die Frage ist, will ich schneller oben sein, als das runterfällt? Das ist jetzt halt so eine Frage. Ah, das ist einfach nur eine Todes... Ah, okay. Das ist einfach nur zum Sterben. Ja, gut. Dann kommen wir da schon mal nicht durch. Was ist der Rekord? Drei, okay, also es scheint... Halt, stopp. Da kommt der Fisch. Wann kommt der Fisch? Wann kommt der Fisch? Ich frage mich halt, ob man das hier irgendwie... Ne, ob man da irgendwie hochkommt. Aber es scheint nicht so. Auch nicht mit den Fischen. Nee, das scheint mir nicht möglich. Okay, dann müssen wir wohl hier durch. Was jetzt ja nun nicht das Problem sein müsste, dürfte, könnte. Und die können ja alle ankommen hier. So. Dann können wir es auch so erledigen. Problem wird, die anderen zu erledigen, die jetzt noch nicht auf mich los sind. So, die kriege ich noch. Aber jetzt... Ich meine, die Fließbänder gehen ja gegen mich. Ja. Also müsste ich da irgendwie durchspringen. Ha. Versteckte Blöcke irgendwo. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, es ist zumindest ein faires und schönes Troll-Level. Dann ist ja alles in Ordnung. Hier komme ich. Ich habe hier keine Möglichkeit, da hochzukommen. Das ist echt schade. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, da hochzukommen. Aber ich habe keine. So. Ja, also das geht auch nicht, ne? Unter denen durchgeht vermutlich auch nicht, oder? Die sind zu niedrig, schätze ich jetzt einfach mal. Oh, das würde theoretisch gehen.
Ich muss halt. Die Stacheln sind natürlich das Problem. Hallo, Fisch. Ich frage mich halt, ob es hier doch nicht irgendwie einen anderen. Ah, Mist! Ob es hier doch irgendwie einen anderen Weg geben könnte. Das ist halt das, was ich nicht weiß. Aber es wäre dumm. Den kann ich ja nicht irgendwie hier runterziehen, ne? Der interessiert sich nicht für mich. Ah, der kann gar nicht, der bleibt da hängen. Ah, shit. Das ist wahrscheinlich eher so ein Ding, um mich wieder dann an Anfang zurückzubekommen später. Dann schubst der mich einfach runter. Ah, das ist nicht das, was wir wollen. Ich habe ja keine Möglichkeit hier. Na, das geht, das bricht ja einfach durch. Wie komme ich da, wie komme ich hier durch? Oh! Wir sind in Dings, wir sind in 3D World. Moment. Komme ich so vielleicht durch den Bienenabschnitt durch? Ist das vielleicht die Lösung? Geht das auf Fließbändern? Nein, geht nicht. Ah, come on. Okay, ich glaube, ich muss erst alle Bienen loswerden. Ich glaube, ich muss erst alle Bienen loswerden. Dann gehen wir das nochmal an. Ist allerdings die Frage, ich komme ja an die Bienen nicht ran, ohne die Teile hier auszulösen vorher. Und dann kommen die ja auch schon wieder. Also irgendwas muss ich hier anders machen, als ich das vorhabe. Weil, ja, ne? Weil in dem Moment, wo ich zurückgehe, kommt ja schon wieder. Und wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt renne, ich komme ja an den Dingern da nicht vorbei. Seht ihr das? Ich komme da ja nicht. Wie geht das denn? Welche Möglichkeit habe ich da durchzukommen? Hier ist auch kein versteckter Block oder sowas. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn gerade, was ich da mache? Was waren das gerade für Sprünge? Hä, was ist das? What? Was sind das für Sprünge? Die sehen komisch aus. Ah, ich bin echt irritiert. Hier oben konnte ich ja auch nicht weitermachen. Haben wir ja gesehen, da war ja nichts. Außer dem Swamp, der mich killt. Ja, scheiße. Da vielleicht irgendein versteckter Block noch, bevor man hochkommt? Irgendein Pilz oder so? Also versteckte Blöcke wären halt dumm. Da ist halt nix. Ich komm nicht... Und über die Sprünge haben wir ja auch gesehen, wenn ich von den Dingern abspringe, funktioniert auch nicht. Ich kann unter den Teilen durchlaufen, aber auch das nützt mir nichts. Weil ich dann ja nicht schnell genug bin.
Ey, ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ach, ich kann nicht neu starten. Cool. Wie funktioniert dieses Level? Wenn ich Running Speed habe, dann käme ich wahrscheinlich unter den Eiszapfen durch, oder? Ich weiß es nicht. Aber den kriege ich ja noch gar nicht drauf in dem Moment, wo ich da losrenne. Da fallen die ja schon runter. Wie ist denn das, wenn ich hier ein bisschen vorarbeite? Ja, aber dann... Das ist genau, was ich meine. Jetzt laufen wir mal. Jetzt habe ich Running Speed. Jetzt einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Okay, das war's. Das war die Lösung. Okay, alles klar. Und dann wird da der Schalter umgelegt. Okay. Okay, ich musste erst die ersten antriggern und dann mit Running Speed durch. Ah, das hat viel zu lange gedauert. Aber was ist das für ein komischer Sprung, den ich da manchmal mache? Also zack, 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 weg mit euch. So, die ersten drei müssen runter. Ja, du gehst auch noch weg. So. Nein, das ist ja schon los. Ah! Fisch. 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 Dankeschön. Das heißt, ich muss jetzt wieder die alle erst antriggern. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Die Frage ist, will ich hinten in den Block oder erstmal... Ich würde erstmal gegen die Wand springen wollen und gucken, was so da alles kommt. So, und jetzt losrennen. Go! Oh, das war knapp. Na, und dann schaltet er um. Das Problem ist, ich müsste dann eine Lücke finden, um durch die Viecher durchzuspringen. Das ist noch nicht so simpel. Da ist mein Fisch. Okay, komm her. Und los geht's. Auf! Oh boy! Ah, es ist zu schnell. Ich kann nicht schnell genug reagieren. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, da durch eine Lücke durchzuspringen von den Viechern. Vielleicht, dass ich zwischendurch wieder umdrehe. Oh, leck mich doch. Mist. Ich komme nicht mal durch die erste Stelle.
Das war dumm. Muss ich eh warten. Und los geht's. Wie stoppe ich da rechtzeitig? Wir müssen ja erstmal in Erfahrung bringen, ob das überhaupt der richtige Weg ist, in diese Box rein. Oh boy. Das müssen wir ja erstmal in Erfahrung bringen, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ah, wieder der ganze Quatsch hier. Na, das war knapp. Los geht's. Lauf. Okay, Box erwischt. So, ja. Chill mal deine Base. So, wo wollen wir hin, ist die Frage. Ich könnte da runter. Oh oh. Ich habe Bedenken, dass wir nicht mehr hoch dürfen. Okay, wir dürfen nochmal hoch. Ich will den erstmal nicht auslösen. Ich würde mich erstmal hier... Nein, ich komme nicht mehr runter. Ich hätte da nicht hochgedurft. Wahrscheinlich fährt das Ding auch einfach nach oben oder so. Nee, aber das... Nein, das Ding muss rüberfahren. Das Ding muss rüberfahren. Ich habe ja als dieser Mario keinen Drehsprung, mit dem ich da auf den Dingern sein könnte. Ha. Ha. Okay. Okay, aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte Bedenken, dass der Fisch kommt, aber es war noch rechtzeitig alles. Uff. Nein! Oi. So, komm her. Los und ab geht die Post. Und umstellen. Nein! Oh Gott, wir sind das ganze Level über in diesem Video. Es ist unglaublich. Aber es ist an sich, es scheint ja ein gutes Troll-Level zu sein. Also es macht eigentlich das, was Troll-Level tun sollen. Ne? Leider. Zurück und los geht's. Lauf. So, jetzt schon mal ein bisschen lang vom Gas gehen. Das war zu bald. Ah, es war zu bald. Es war zu bald. Oh, ich will sehen, wie die DGA das Level spielt.
So. Vor allem, ich ziehe die Clear Rate gerade sowas von noch zusätzlich runter. Und go. Go! Und zurück! Yes! Oh Gott, das hat viel zu lange gedauert. So, stopp. Stopp. Runter mit dir, runter mit dir, runter mit dir, gib mit dir. Ich hätte dran denken müssen, dass das passiert. Das ist halt vorher nicht passiert, aber das heißt ja leider nichts. Oh, Junge. Zurück und los geht's. Lauf. Und stopp. Yes. Okay, langsam kriege ich's raus. So, meine Dame. Weg mit dir. So, jetzt ist die Frage, wie fährt das Ding? Und ich muss dran denken, dass da dieser komische... Wait! Da unten sind plötzlich ganz wenige. Was ist passiert? Warum sind da jetzt weniger? Kann ich da runter? Oh, scheiße! Okay, ich kann nicht da runter. Also egal, was da für eine Lücke ist, es nützt mir eh nichts. Aber wie umgehe ich dann den Banzai-Bill, der da ankommt? Ich darf ja auch nicht hoch. Ich darf ja auch nicht hoch. Hallo? So. Weg und los geht's. Und zurück. Nein, nicht so. Wie ist das denn jetzt passiert? Ich will jetzt mehr von dem Level sehen, verdammt ich. So, los geht's. Gut. Das hätten wir wieder. Und tschüss. So, aber die Frage bleibt, wie kann ich... Ich weiß jetzt ja, dass der kommt, ne? Ich weiß, ich darf nicht runterfallen. Also, was tue ich dann? Ich darf auch nicht hoch. Ich kann auch nicht rechtzeitig... Komme ich da durch?
Kann ich rechtzeitig zurück? Ich glaube halt nicht. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Leben. Ich weiß nicht, wie ich bei dem Panzerbild durchkomme. Ich könnte versuchen, ihn kaputt zu bringen. Wahrscheinlich muss ich das machen. Aber um das zu testen, muss ich erstmal wieder hinkommen. Okay, los geht's. Renn und Switch. Oh, das war knapp. So, wir kommen mal wieder zum Banzai Bill. Ist das was? Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Kollege. So. Ich versuche ihn mal vorsichtig mit einem kleinen Sprung. Ich meine, die haben ja eine ganz interessante Hitbox, ohne dass er mich da hochpuffert. Vielleicht geht das. Ich glaube, das geht. Ohne dass er mich hochpfeffert. Weil rechtzeitig zurück komme ich halt auch nicht mehr. Ne? Das haut auch nicht hin. Go. Und Switch. Okay, letztes Leben. Wir haben es leider nicht geschafft, das TGA-Level zu... Ich habe keine Ahnung, wie ich da weitermachen soll. Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Der Pfad ist komplett nutzlos. Scheiße. Oh, man. Nee, so funktioniert das nicht. Und zurück und los. Ja, okay. Zum Schluss funktioniert das dann auch noch mal nicht mehr. Ja, Mist war's. Kennzeichne den Part irgendwie, dass die nur Leute angucken, die geduldig sind. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.